Unsere Themen heute. Alle in die Pflege. Können oder müssen wir uns leisten, trotzdem auszuwählen? Zweitens, zur Zukunft der häuslichen Versorgung. Drittens, ein Weihnachtsrückblick und Ausblick auf die Arbeit des Dialogzentrums Leben im Alter und, wie immer, Neues aus dem DZLA und der Dialogakademie. Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrums Leben im Alter. Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Podcast Wissenstransfer des Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem DZLA to go. Diese Folge wird ausgestrahlt am 23., also einen Tag vor Heiligabend. Und wie immer, diesmal haben wir zwei Beiträge aus diesem Monat, die bereits auf unserem Blog www.dzla.de erschienen sind. Die werden aber auch von uns nochmal verlinkt unter diesem Podcast. Und natürlich gibt es eine neue Episode meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke neben Neuigkeiten. Und diesmal gibt es wirklich wieder welche aus der Dialogakademie und dem Dialogzentrum selbst. Also viel Spaß beim Zuhören, wo immer Sie auch sich gerade befinden. Wie immer starten wir auch diese Ausgabe unseres Podcasts mit Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum und der Dialogakademie. Beginnen möchte ich mit der Dialogakademie. Es ist wieder soweit. Im Februar und März des nächsten Jahres werden mein Kollege Christian Müller-Hergel und ich 4 Online-Seminare, jeweils 3,5-stündige Online-Seminare anbinden. Nähere Informationen zu jedem einzelnen Seminar finden Sie natürlich auf unserem Blog www.dzla.de und dem, wenn Sie dort auf den Reiter Dialogakademie gehen, werden Sie diese Veranstaltung finden. Ich sage mal kurz, welche das sein werden. Am 18. Februar 2022 macht der Kollege Müller-Hergel ein Online-Seminar zu Persönlichkeitsstörungen im Alter. Am 21.02.2022 mache ich ein Seminar zum Thema Angst und Demenz. Das ist natürlich nicht in dem Umfang, wie das ursprünglich in diesem Jahr geplante Präsenzseminar. Das hätte 8 Stunden gedauert. Dieses wieder 3,5 Stunden, aber ich denke, dass wir dort sehr, sehr viel miteinander zu besprechen hätten. Dann werde ich am 7. März 2022 ein Seminar machen zum Thema Sexualität und Demenz. In diesem Zusammenhang verweise ich auf ein Video, was der Kollege Müller-Hergel und ich gemacht haben im Rahmen unserer Serie Haustheater zur Sexualität und Alter. Und dann wird noch der Christian am 16.03.2022 ein Seminar zur Pflege von Menschen mit Depressionen im Alter abhalten. Und all diese Seminare werden über Zoom erreichbar sein. Bei Anmeldung werden wir Ihnen die entsprechenden Links und die entsprechenden Formalitäten zusenden. Das also aus der Dialogakademie und zum Dialogzentrum selber. Neben dem, dass wir natürlich weiter planen, verweise ich wie die letzten Monate immer darauf, dass zunächst erstmal Ende März des kommenden Jahres die Laufzeit des Dialogzentrums endet, die Förderung des DNQP, des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege, läuft aus. Und wir hoffen natürlich weitermachen zu können und werden das auch in irgendeiner Form tun, ob in abgespeckter Weise oder wie auch immer. Ich möchte trotzdem noch einmal dazu aufrufen, falls Sie Stellnahmen, Organisationen, Stiftungen oder Ähnliches, die gerne mit uns kooperieren würden und die sich vorstellen könnten, uns auch zu einem Teil mitzufinanzieren, bitte ich, an mich zu verweisen, an das Dialogzentrum zu verweisen unter den üblichen Kontaktdaten. Soweit erstmal die Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum und der Dialogakademie. Ein kurzer Gedanke. Ja, starten wir mit einer neuen Folge aus meiner kleinen Serie Nur ein kurzer Gedanke, indem ich Sie in meine Gedankenwelt ein Stück weit mitnehme. Das ist heute ein schwieriges Thema. Ich habe das genannt, alle in die Pflege. Können oder müssen wir uns leisten, trotzdem auszuwählen? Also,
Es ist unbestritten, dass wir mehr Leute in der Pflege brauchen. Und zwar erheblich mehr Leute. Und es gibt mittlerweile ja auch eine Menge Anstrengungen, das zu tun. Und es gibt eine Menge Anstrengungen, das zu tun über Geldanreize. Es gibt eine Menge Anstrengungen, das zu tun über Kampagnen, die gestartet werden. Und das ist alles genau richtig. Nichtsdestotrotz möchte ich etwas sozusagen Wasser in den Wein gießen. Selbst wenn das alles gelingt, wenn es uns wirklich gelingt, diese 150.000 in den kommenden Jahren oder noch mehr Leute in die Pflege zu bekommen, heißt das gleichzeitig, dass sich die Pflege dadurch unbedingt verbessern wird? Sicherlich ein Stück weit, weil bestimmte Dinge einfach nicht gemacht werden können, weil wir nicht genügend fachlich ausgebildetes Personal haben. Aber ich möchte an etwas erinnern, was ich oder was viele, viele Menschen schon seit vielen, vielen Jahren sagen. Kampagnen, gerade auch zur Stärkung der Altenpflege, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und manchmal ist das auch mehr oder weniger gelungen, dass es mehr Leute geworden sind. Das heißt aber auch, dass jeder, oder ich würde so sagen, jeder, der in der Altenpflege schon einmal war oder in der Krankenpflege als Patient, als Kollege, als Mitarbeiter war, weiß aber auch, dass es dort einfach auch Menschen gibt, die in der Pflege arbeiten, die dort eigentlich nicht hingehören. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir durch so eine Großoffensive es schaffen würden, dass sich mehr Leute für den Pflegeberuf interessieren und ihn auch ausüben wollen und ihn lernen wollen und wir ihn dann vielleicht lehren können, da stellt sich aber immer noch die Frage, können wir uns dann leisten, auszuwählen? Denn nicht nur in der Pflege, in jedem Beruf gibt es Menschen oder es gibt in jedem Beruf Menschen, die dafür nicht geeignet sind, weil ihnen das Talent dazu fehlt, weil ihnen bestimmte andere Dinge dazu fehlen. Also ich selber habe erlebt, wie zum Beispiel Macht in Altenheimen, in Krankenhäusern ausgespielt wird. Und das ist auch nicht sozusagen wieder gut zu machen oder zu reparieren, indem man Leute nur mal einmal darauf hinweist. Sondern ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die dort nicht hingehören, für die das nicht der richtige Beruf ist. Und wenn wir jetzt so eine große Offensive starten, was ich absolut richtig finde, ja, und auch die Anreize, die ich richtig finde, zumindest zum Teil richtig finde, dann finde ich, müssen wir uns gleichzeitig überlegen, wie wir trotzdem auswählen, für wen dieser Lehrberuf geeignet ist oder Studienberuf geeignet ist oder nicht. Ja, natürlich kann man sich da auch irren, aber ich glaube einfach, jede oder jeden, der das machen will, aufzunehmen, ist nicht der richtige Weg. Und darum wäre mein Anliegen, dass wir auch bei der Planung von Kampagnen sehr, sehr deutlich machen, um welche Arbeit es sich in diesem Beruf handelt und was man auch mitbringen muss, schon bevor man lernt, ja, was man mitbringen muss für diesen Beruf. Nicht jeder ist geeignet dafür, in einem Beruf zu arbeiten, in dem sehr, sehr viel Leid passiert. Nicht jeder ist geeignet dafür, in einem Beruf zu arbeiten, in dem die Kommunikation das A und O ist. Ja, dieses Talent hat auch nicht jeder. Bei manchen kann man sicherlich mithelfen und nachhelfen. Aber es gibt auch Leute, für die ist das einfach nichts. Ich will das mal ganz salopp sagen. Auch ein ehrenwerter Beruf aus mir beispielsweise wäre nie ein guter Elektriker geworden. Ja, weil ich handwerklich einfach nicht gut bin und auch keinen Spaß daran habe und kein Interesse daran habe. Und meine Sorge ist einfach, dass je höher wir die Anreize legen und natürlich zurechtlegen, damit wir mehr Leute in die Pflege bekommen, desto größer wird aber auch die Gruppe derer sein, die den Beruf unter Umständen nur wegen dieser Anreize lernen wollen, gerade finanzielle Anreize lernen wollen, für die aber, wenn man sie wirklich befragen würde, und das meine ich mit Auswahl, wirklich befragen würde, warum sie den Beruf lernen wollen, die sozusagen die Leidenschaft für diesen Beruf nicht mitbringen. Und eine der Hauptvoraussetzungen für diesen Beruf, insbesondere auch in der Altenpflege, ist sozusagen das Interesse an der anderen Person, ja, und die Begegnung auf Augenhöhe in der Krankenpflege sowie in der Altenpflege. Also, mein Gedanke im Moment ist einfach, so wichtig und richtig es ist, alles dafür zu tun, mehr Menschen für diesen Beruf zu interessieren und zu rekrutieren, muss man gleichzeitig aber auch überlegen, wie man gezielt schaut, wen man für diesen Beruf zulässt und wen nicht.
Und das macht man in jedem anderen Beruf auch. Das ist also nicht despektierlich gemeint. Jemand, der kein guter Altenpfleger oder Krankenpfleger, Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpfleger ist, kann in einem anderen Beruf hervorragend sein. Ja, also ich glaube einfach, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir dort etwas, dass wir Verantwortung haben, auch bei der Auswahl der Menschen, die für diesen Beruf geeignet sind. In diesem Sinne, was meinen Sie dazu? Also ich weiß, das ist ein bisschen Wasser in den Wein, aber ich glaube, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken. Nur ein kurzer Gedanke. So, kommen wir zum ersten Beitrag aus der Konserve. Ein Beitrag, der in diesem Monat bereits gelaufen ist auf dem Blog des Dialogzentrums, also www.dzla.de. Das, was ich Ihnen jetzt gleich präsentieren werde, sind Einlassungen des Kollegen Christian Müller-Hergel zur Zukunft der häuslichen Versorgung und weiß ich, welche Gedanken er sich darüber macht. Wir haben diesen Beitrag, der eigentlich sozusagen eine Vorlage für eine Podiumsdiskussion an der Hochschule Osnabrück zur Zukunft der Pflege gewesen ist, in einen Zusammenhang gefasst mit mehreren anderen bereits bei uns erschienenen Artikeln, die wir an anderer Stelle schon mal gepostet haben. Also zusätzlich zu diesem Artikel kommt ein Printartikel von mir, den ich in Dr. Med Mabuse veröffentlicht habe. Den habe ich genannt, das doppelte Paradoxon, wo es auch um die Zukunft der Pflege geht. Zudem hat der Kollege Hensel einen Beitrag zur Digitalisierung in der Pflege gemacht, den wir mit in diesen Beitrag gepackt haben. Und ich habe damals noch in unserer Serie Kritisches Glossar einen Beitrag zum Konzept der Häuslichkeit, was bedeutet überhaupt Häuslichkeit und häusliche Versorgung, gemacht. Heute hier in diesem Podcast nur einmal die Einlassung des Kollegen Müller-Hergel zur Zukunft oder zur Entwicklung der häuslichen Versorgung, den wir jetzt gerne präsentieren wollen. Wir verlinken aber natürlich in diesem Podcast noch einmal auf den Blog, wo der gesamte Beitrag ist mit all den anderen Beiträgen, die ich Ihnen gerade genannt habe, gesammelt. Nun also Christian Müller-Hergel mit seinen Gedanken dazu. Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Das Grundproblem der ambulanten Dienste ist, sie natürlich meistens nur wegen körperpflegerischem Bedarf in Haushalte hineinkommen und auch schnell wieder raus müssen. Und aus meiner Sicht wäre es wichtig, gerade bei alten Menschen, die gerontopsychiatrisch verändert sind, ein zugehendes Angebot zu installieren, das unabhängig ist vom körperlichen Pflegebedürftigkeit, also auch unabhängig vom Pflegegrad. Warum? Wenn Menschen eine gerontopsychiatrische Erkrankung im Alter bekommen, dann tauchen die meistens ab zusammen mit ihren Angehörigen, versuchen so lange wie möglich gut zu überleben. Und wenn sie wieder auftauchen, dann ist die Verfassung sowohl von dem Kranken wie auch von den Angehörigen wesentlich schlechter als zuvor. Es bedarf also bei Demenz, Delir, Depression, Angsterkrankung, also beim Vorliegen einer gerontopsychiatrischen Erkrankung, ein zugehendes, beratendes, unterstützendes Angebot, unabhängig davon, wie stark die Körperpflegebedürftigkeit ist. Das Zweite ist, es bedarf einer Fokussierung auf die Familie und nicht nur auf den Klienten. Also unter Umständen braucht der Klient gar nichts, aber die Familie braucht ganz viel. Es geht also darum, die Familie zu stabilisieren, unabhängig davon, welchen körperlichen Pflegebedarf die konkrete Person hat. Das Dritte, natürlich, damit das gelingen kann, bedarf es einer gewissen gerontopsychiatrischen Kompetenz von Pflegediensten, auch dann, wenn es sich nicht um einen eigenständigen psychiatrisch qualifizierten Pflegedienst handelt. Das heißt also, in der Breite müssen Pflegende, die ambulant tätig sind, eine gerontopsychiatrische Pflegekompetenz besitzen. Und da ist es so, dass wenn man diese besitzt, dann hat man die höchstens im Feld der Demenz, aber nicht im Feld der Depression, der Angsterkrankung, der Persönlichkeitsstörung, die aber gerade das Leben zu Hause besonders erschwert. Nebenbei, auch in der Forschung ist darüber wenig bekannt.
Also wie sollen sich Pflegende oder wie können Pflegende in Familien alte Menschen mit Depression, Angsterkrankung, Persönlichkeitsstörung, Suchtphänomene unterstützen und begleiten? Da findet man auch in der Pflegeforschung sehr, sehr wenig. Also ein reichhaltiges Feld und außerordentlich wichtig, wenn man es denn damit ernst meint, der häuslichen und der ambulanten Pflege den Vorrang vor der stationären Pflege zu geben. Ja, soweit mein Kollege Christian Müller-Hergel zur Zukunft der häuslichen Versorgung oder zu seinen Wünschen zur Zukunft der häuslichen Versorgung. Kommen wir zu unserem heute letzten Beitrag. Und wie soll es anders sein? Wir haben vor ein paar Tagen oder vorgestern unser Weihnachtsvideo vom Dialogzentrum gepostet auf unserem Blog. Und dieses möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten als in Audioform. Und in diesem geht es einfach darum, einen kurzen Rückblick auf das Jahr und einen Ausblick auf das nächste Jahr im Dialogzentrum zu machen. Das haben der Kollege Müller-Hergel, der Kollege Hensel und ich gemeinsam getan. Über Zoom natürlich aus sicherer Entfernung. Und das folgt nun. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind's, die drei Herren aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Schönen guten Morgen erstmal. Schönen guten Morgen miteinander. Christian Müller-Hergel grüßt Sie auch ganz nett. Ja. Nils, wolltest du auch erstmal nochmal guten Morgen sagen? Ja, grüße Sie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Weihnachtsvideo. Genau. Also es ist ja schon fast Tradition, ja. Also wir machen wieder unser Weihnachtsvideo. Das Jahr 2021 ist fast vorbei und ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass das für uns alle ein schwieriges Jahr, für die einen mehr als für die anderen, aber ein schwieriges Jahr war. Und wir möchten heute einmal in diesem kurzen Video einen ganz kurzen Rückblick machen, ganz kurz nach vorne schauen und uns einfach für dieses Jahr verabschieden und uns schon mal fürs nächste Jahr ankündigen. Das ist das, was wir eigentlich heute Morgen vorhaben. Trotz Corona und trotz all dem, was passiert ist in diesem Jahr, ich habe mir die Zahlen von uns einmal angeschaut. Also wir haben fast 9000 Besucher auf unserem Blog allein gehabt. Das heißt 2000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Die Klickzahlen auf die einzelnen Videos sind gestiegen. Der Nils wird nachher noch etwas zum Social Media, überhaupt zu unserem Social Media Auftritt sagen. Also insofern könnten wir rückblickend sagen, dass es natürlich für uns im Dialogzentrum auch ein erfolgreiches Jahr war. Dank Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben, zugehört haben. Das Gleiche gilt für unseren Podcast und für die anderen Social Media Kanäle. Auf der anderen Seite wissen wir aber alle, dass dieses Jahr für viele von Ihnen, gerade diejenigen, die in der Altenpflege, in der Krankenpflege oder überhaupt im Pflegebereich arbeiten, ein besonders schweres Jahr war und auch noch weiterhin sein wird. Und möchten Ihnen an dieser Stelle natürlich einfach erstmal einmal Respekt zollen für Ihre geleistete Arbeit und für das, was Sie jeden Tag leisten, für uns alle. Das ist, denke ich, sollten wir einfach mal vorwegschicken. Ich habe mir mal angeschaut, welche Beiträge von Ihnen am häufigsten angeschaut werden. Ich habe mir mal angeschaut, was sind so die Themen, die Sie besonders interessiert haben in dem vergangenen Jahr. Also was haben wir da für Abrufzahlen? Und tatsächlich ist das Video, was am meisten von Ihnen geschaut wird, ist das Video zum Thema Sexualität im Alter. Und war ja ein Haustheater, was der Christian Müller-Hergel und ich uns gemacht haben, aus unserer Serie Haustheater eben, und wo wir uns darüber auseinandersetzen, über das Recht auf Sexualität, wie verändert sich womöglich Sexualität im Alter, wie verändert sich das vielleicht bei Demenz. Also das war auf der einen Seite vielleicht ein Stück weit zu erwarten, auf der anderen Seite war es doch überraschend, mit welchem Abstand tatsächlich dieses Video mehr geschaut wurde als andere Videos. Ein anderes spannendes Video von Christian war das zu bipolaren Störungen. Wir haben uns ja damals bewusst entschieden, im Dialogzentrum nicht nur auf das Thema Demenz zu schauen, sondern auch auf andere grundpsychiatrische oder psychiatrische Erkrankungen zu schauen, wobei man ja sagen muss, es gibt eben halt Menschen, die haben psychiatrische Erkrankungen und erkranken dann an einer Demenz. Oder im Rahmen einer Demenz kommen weitere psychiatrische Erkrankungen hinzu. Also das zu bipolare Störungen, was auch offenbar bewegt hat, waren die beiden Videos, die ich gemacht habe. Einmal mit Sabine Jansen, der Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, und mit Helga Rohrer, die ja Demenzaktivistin und selbst demenzerkrankt ist, zur nationalen Demenzstrategie. Das sind auch zwei Videos, die sehr häufig gesehen wird
Und die letzten beiden, die ich Ihnen noch nennen möchte, ist einmal, der Christian hat noch mal viel gemacht zum Thema Fallbesprechungen. Das ist etwas, was Sie in hohem Maße interessiert. Das ist natürlich auch Ihr tägliches Brot in der Arbeit. Und ich hoffe, dass wir Ihnen da auch ein Stück weit zur Seite stehen können. Und ein Video, was ich vor geraumer Zeit gemacht habe, nämlich zum Thema Lügen bei Demenz. Ja, das ist auch ein, das sind so die fünf Beiträge oder die fünf Videos, die am häufigsten von Ihnen geschaut wurden. Und wir überlegen natürlich auch, ob wir an dem einen oder anderen Thema dort auch weiterarbeiten. Interessant fand ich eben noch mal ganz besonders, dass eben das Video zum Thema bipolare Störungen, also dass wir kein Kanal sind, der sich nur auf Demenz konzentriert, sondern dass es eben halt auch um andere psychiatrische Erkrankungen geht. Und ich glaube, das ist auch, oder dass Sie das so oft sich angeschaut haben, ist vielleicht auch ein Auftrag an uns, auf dieser Schiene ein Stück weit weiter zu arbeiten und nicht uns zu sehr auf das Thema Demenz zu fokussieren. Ansonsten mache ich ja nun schon seit 23 Episoden, glaube ich, den Podcast Wissenstransfer, der dankenswerterweise auch immer weiter wächst und immer häufiger gehört wird, was mich natürlich sehr, sehr freut. In diesem machen wir immer ein paar Audioaufnahmen aus dem vergangenen Monat und es gibt ein paar neue Sachen und es gibt diese Serie Nur ein kurzer Gedanke. Also insoweit rein beruflich können wir tatsächlich sagen, ist das, was wir machen, das freut uns natürlich ganz besonders, wird von Ihnen angenommen und wird in zunehmendem Maße von Ihnen angenommen. Und dafür erstmal ein herzliches Dankeschön von uns drei. Kommen wir, dann höre ich auch sofort auf, zu einem Punkt noch. Im März des nächsten Jahres hört die Förderung des Dialogzentrums Leben im Alter auf. Das heißt, wir sind ja die letzten drei Jahre vom DNQP, vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, hier an der Hochschule Osnabrück gefördert worden. Und da gibt es zwei Sachen zu sagen. Das eine ist natürlich, nach drei Jahren wird das DNQP diese Förderung nicht weiterführen können. Das andere ist aber erstmal, dass wir zunächst einmal unglaublich dankbar sind, dass das DNQP das gemacht hat und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Das ist natürlich ein Traum für jeden Wissenschaftler und für jeden, der im Wissenstransfer arbeitet. Wir waren vollkommen selbstständig in der Auswahl unserer Themen, in der Art und Weise, wie wir unsere Themen präsentiert haben, in der Art und Weise, wie wir auch, und das ist auch typisch für das Dialogzentrum, Meinung geäußert haben, auch unsere Meinung geäußert haben. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass es so ein Dach für uns bislang gegeben hat, durch das DNQP, die uns diesen Raum gegeben haben, diesen Raum, Themen selbst zu wählen, Themen zu bestimmen, Themen zu setzen und die in der Art und Weise, wie wir glauben, dass es gut ist, zu präsentieren. Und dafür auch ein herzliches Dankeschön ans DNQP. Letzter Satz dazu. Wir hoffen natürlich, dass wir die Arbeit des Dialogzentrums ab dem April des nächsten Jahres in irgendeiner Form weiterführen können. Das Gleiche gilt für die Dialogakademie. Auch dort gibt es ja noch im nächsten Jahr, wenn Sie mal auf unseren Blog schauen und auf die Seiten der Dialogakademie, neue Seminare, Online-Seminare, die wir noch im nächsten Jahr, im Februar und im März anbieten. Und wir hoffen natürlich weiter in dieser Arbeit weiter machen zu können. Und an der Stelle ganz kurz auch, wenn Sie also unbedingt oder überhaupt nicht wissen, wo Sie mit Ihrem vielen Geld hin sollen und Sie halten unsere Arbeit für großartig oder zumindest für gut, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen würden. Oder wenn Sie Stiftungen kennen oder andere Personen kennen, die ein Interesse daran haben, unsere Arbeit in welcher Form auch immer zu unterstützen. Zunächst erstmal aber natürlich Dankeschön für Ihre Unterstützung, dass Sie unsere Sachen sich anschauen und anhören. Letzter Punkt, den ich noch zu sagen habe an dieser Stelle, ist einmal noch, dass auch die Diskussionskultur auf den Kanälen des Dialogzentrums wächst. Das freut uns ganz besonders, denn wir wollen ja in Austausch gehen mit Ihnen. Wir wünschen uns natürlich immer noch viel, viel mehr. Aber es ist natürlich erstmal überhaupt wunderbar, dass es von Ihrer Seite immer mehr Reaktionen auf Beiträge von uns gibt. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Also ich weiß natürlich, dass häufig Menschen, die solche Arbeit machen, wie wir darunter leiden, dass sie relativ wenig direkte Reaktionen bekommen. Ich möchte Sie einfach dazu auffordern, also das muss nicht schriftreif sein, das muss nicht in allen Belangen durchdacht sein, sondern schicken Sie uns Ihre Meinung, schreiben Sie uns, was Sie von Dingen halten, schreiben Sie uns, wenn Sie nicht mit etwas einverstanden sind. Wir können das gut vertragen, wir können damit umgehen, auch wenn Sie Dinge nicht gut finden, die wir machen. Aber für uns ist das wichtig und wir freuen uns erstmal darüber, dass es mehr geworden ist und wir wünschen uns noch viel, viel mehr davon.
Das überhaupt erstmal mal, was den Rückblick und den kurzen Ausblick für das nächste Jahr. Es wird also im Januar, Februar, März, wie gehabt, ganz normal weiterhin Beiträge des Dialogzentrums geben. Und wie es dann nach dem März weitergeht, ob und wie es weitergeht, darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Das war jetzt erstmal die Vorsprache von mir. Jetzt würde ich einfach mal an den Christian Müller-Hergel übergeben, wie für ihn dieses vergangene, fast vergangene Jahr war und wie er über, sagen wir mal, das nächste Jahr denkt oder was so seine Ideen sind, wie es weitergehen wird. Christian. Ja, danke schön. Ja, ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil so unsere Art der Arbeit kommt natürlich dieser Krise ganz gut entgegen. Ja, wir sitzen zu Hause, wir machen unsere Forschung, wir machen unsere Videos, unsere Veranstaltungen online. Und insofern konnten wir relativ ungestört arbeiten. Also worüber ich mir Sorgen mache, das sind zunehmend in Familien, aber auch in Einrichtungen, die mit alten Menschen nicht mehr klarkommen, die sie nicht mehr auffangen können. Und deren Depressivität wächst, deren Verhaltensweisen kaum noch mehr sozial kontrollierbar wird. Und diese Familien können natürlich dann immer weniger auf Tagespflege, Kurzzeitpflege und andere Hilfen zurückgreifen. Und das Ergebnis ist dann, ja, wohin kommen die Leute? Ja, die kommen dann in gesundheitliche Krisen, die kommen in Krankenhäuser, die kommen in die Psychiatrien. Und dort sammeln sich halt immer mehr sehr schwierige Zustandsbilder, wobei eben auch die Krankenhäuser oder die Psychiatrien oft gar nicht mehr aufnahmefähig oder aufnahmebereit sind, weil sie auch selber sehr restriktive Aufnahmekriterien entwickeln. Also da entwickelt sich eine Problemspirale, wo ich im Moment noch nicht sehe, wie das weitergehen kann. Auch natürlich, weil es ist jetzt nicht gerade Anreizsysteme für die Versorgungssysteme gibt, sich weiterzuentwickeln oder neue Formen des Zusammenlebens zu entwickeln. Also da bin ich sozusagen der Entwicklung auf der Spur, sehe jetzt auch im Koalitionsvertrag so nicht wirklich einen Ansatz. Da gibt es einige sehr gute Elemente, gar keine Frage. Aber was diese Problematik angeht, da sehe ich auch keine Perspektive. Dem möchte ich so in den letzten 3 Monaten noch mal mehr so hinterher sein. Also da noch mal so ein bisschen schauen, wie entwickelt sich das. Ich habe da auch so Kontakte zu Psychiatrien und Altenhilfeeinrichtungen aufgebaut, um mal zu schauen, so wie ist eigentlich die Perspektive mit diesem Problembestand umzugehen, der sich jetzt aus der Corona-Krise heraus entwickelt. Ja, insofern kann man nur wiederholen, was wir schon im letzten Jahr gesagt haben. Die Krise der Corona, die verstärkt eigentlich die Problembestände, die wir schon haben und erfordert es dringend, sich diesem Feld neu zuzuwenden. Mal gucken, was kommt. Okay. Gut, soweit erstmal von mir und dann übergehe ich mich mal weiter an dich, Nils. Und natürlich von mir auch nochmal danke, dass Sie so unseren Programmen folgen, dass Sie Interesse haben und bleiben Sie uns treu, solange es uns gibt. Dankeschön. Nils. Ja, auch ein herzliches Dank von mir an die vielen Kommentare und Zuschriften, die es dieses Jahr gab. Es sind ja auch deutlich mehr gewesen. Das hat man auch an den Zahlen gesehen. Wir sind mit einem neuen Kanal auch gestartet. Instagram finde ich auch super, dass Sie den so gut angenommen haben und dort auch unsere Inhalte geteilt und geliked haben. Ja, Sie finden noch als Nebenbei-Bemerkung, Sie finden die Videos, die vorhin auch Detlef Rüsing angesprochen hat, oben in dem i und unter diesem Beitrag auch. Also die sind jederzeit abrufbar, quasi die am häufigsten abgerufenen Videos. Ja, man merkt es insgesamt im Trend, Facebook nimmt stark ab. Viele nutzen noch Facebook, ist keine Frage, aber insgesamt geht die Nutzerzahl zurück. Das werden Sie ja vielleicht auch registriert haben. YouTube wächst über alle Maßen. Hat es natürlich auch dieser Krise geschuldet. Also wir sehen das auch ganz klar an den Videos, dass es dann nochmal ein steileres Wachstum gab als das Jahr davor. Und wir freuen uns, wie Detlef Rüsing auch schon erwähnt hatte, über jederzeit über Kommentare. Klar, so Spam-Kommentare werden gelöscht, aber alles so, was im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sagbar ist. Und das ist ja wirklich viel. Das muss man einfach auch mal sagen. Das lassen wir natürlich stehen. Und alle Videos sind von daher kommentierbar. Das finde ich auch sehr schön, dass wir da die Linie so beibehalten konnten. Ja,
Bleibt mir nochmal ein Dankeschön zu sagen ans DNKP und natürlich auch an die Hochschule für die wirklich guten Bedingungen. Da wiederhole ich mich auch gern nochmal. Das war jetzt wirklich die letzten Jahre top. Und ja, die Hochschule hier ist ja auch wirklich innovativ unterwegs. Zeigt sich allein ja schon an den Studiengängen, die hier angeboten werden. Pflegedual sei mal genannt und andere. Ja, wirklich toll, dass sich die Hochschule auch so viel Neues auch einlässt. Ja. Genau, und ich weise noch gern darauf hin, auf die Diskussion, die wir hatten zur pflegerischen Versorgung, wo es auch einen Beitrag gab von Christian Müller-Hergel zu Future on Stage hieß das. Genau, da hatte auch der Professor Andreas Büscher, quasi unser Vorgesetzter, auch einen sehr guten Beitrag dazu. Ja, das können Sie sich auch jederzeit angucken, auch verlinkt unter diesem Video. Ja, vielen Dank. Okay, Nils, Dankeschön. Also, bleibt mir nur noch zum Schluss einmal zu sagen, nochmals zusammenfassend, Dankeschön. Wir machen erstmal weiter. Wir versuchen so gut wie möglich weiterzumachen. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie nicht gesund sind, werden Sie schnell gesund. Versuchen Sie zuversichtlich auch ins nächste Jahr zu schauen. Wir tun das auch. Und ansonsten Dankeschön nochmal für Ihr Dasein. Dankeschön, dass Sie da sind, dass Sie so, sagen wir mal, solchen Exoten, wie wir es doch in dieser Szene sind, den Raum geben, den wir gerne füllen. Wir hätten nichts Besseres zu tun, als genau das zu tun. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Machen Sie es gut. Tschüss. In der Tat. Alles Gute. Wiederschauen. Ja. Ja, meine Damen und Herren, das war unser Weihnachtsvideo und das war's auch für das Jahr 2022 im Dialogzentrum Leben im Alter. Heute einen Tag vor Heiligabend. Wir wünschen Ihnen von Herzen ein tolles Weihnachtsfest, dass dort all das geschieht, was Sie sich wünschen. Einen guten Rutsch und vor allen Dingen ein gesundes und großartiges Jahr 2022. Uns hat die Arbeit wie immer unglaublichen Spaß gemacht. Dieser Podcast macht mir besonderen Spaß. Ich hoffe, das merkt man und hört man auch ein Stück weit. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns alle im nächsten Jahr dann vielleicht doch endlich mal in Präsenz sehen. Mein persönlicher Wunsch ist, neben einer ordentlichen Portion Gesundheit auch einfach, dass wir im Dialogzentrum weiterarbeiten können. Dazu habe ich Ihnen schon etwas gesagt. Und ansonsten berichten Sie anderen von unserer Arbeit. Das wäre toll. Berichten Sie aber auch anderen von Ihrer Arbeit. Und uns bleibt also Christian Müller-Hergel, Nils Hensel und meiner Wenigkeit Detlef Rüsing bleibt zum Schluss wie immer nichts anderes zu sagen, als machen Sie weiterhin einen Unterschied. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Jahr. Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter.